Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe aus meinem Dark Souls 2 Let's Play. Und hier stehen wir in den ganzen anderen Magiern und Leuten mit toller Rüstung und tollen Fähigkeiten. Und wir haben in der letzten Folge so unglaublich bei dem Endboss dieses Gebietes versagt. Aus diesem Grund, denke ich, sollten wir erstmal woanders unser Glück suchen. Wir haben so viele Extras und Ressourcen verbraucht, das kann echt nicht wahr sein. Deswegen entweder gehen wir jetzt direkt ins Loch oder wir gucken uns erstmal hier so ein bisschen rum. Wir haben ja auch den einen Gegner hier im Dazwischen und den würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Vielleicht klappt dies ja zumindest da. Das ist dann so zumindest ein kleines Gewinn für uns. Ein kleiner Gewinn, den wir ansonsten wohl weniger hätten. Außerdem fühle ich mich mit meinem großen Schwert eigentlich fähig dazu. Und dazu haben wir ja auch noch Blitze. Das heißt, wir könnten die Gegner auch sogar aus der Ferne behaken. Doch natürlich fangen wir erstmal richtig schön stark im Nahkampf an. Dazu müssen wir wo nochmal hin? Ich glaube da unten lang und dann genau durch die Büsche hier. Ganz versteckt. Den Gegenstand haben wir zwar schon bekommen, aber was soll's, wir probieren es einfach mal. Dieses eklige weiße Vieh da zu kaputt zu kriegen. Genau. Das Ding sieht hässlich aus, dürfte auch hässlich sein. Ah, okay. Aua. Dann nehmen wir doch gleich mal die Blitze zur Hand. Und weg. Und weg, sag ich. Jetzt schaffen wir nicht mal so einen einfachen Gegner. Okay, hässlich ist es. Es sieht aus wie so ein großes Hippo, was auf zwei Beinen läuft. Naja. Wir haben uns jetzt aber auch blöd angestellt, muss ich sagen. Das läuft sicher besser, wenn wir... Oh Gott, ich fühle mich so geschasst von denen. Das läuft sicher besser, wenn wir uns ein bisschen intelligenter anstellen. Und wir könnten auch mal, ich weiß nicht, diese blöden Frauen, die regen mich auch ziemlich auf. Vielleicht sollte ich mal mit ihnen reden. Vielleicht geben sie mir einen Hinweis, was ich noch machen könnte. Gut, trotzdem würde ich sagen, probieren wir das nochmal. Wir haben nicht mal eine Heilung haben wir eingesetzt. Also das ist total ins Negative gerutscht. Dann machen wir es mal so. Und weg. Und weg. Blitze raus. Bam. Bam. Und jetzt... Nein, spring weg. Ja, Glück gehabt. Tja, warum bleiben wir nicht einfach hier stehen? Der hat ja ansonsten nicht keine Chance. Aber ich sehe schon kommen, dass das auch mal ein ganz normaler Gegner sein könnte. Steinring, immerhin ein Ring. Okay, und was kann der Steinring? Den brauchen wir wahrscheinlich jetzt relativ wenig. Ah, und den hätten wir einziehen können. Zusätzlich Verringerung der gegnerischen Balance. Klingt interessant, vor allem wenn wir ein großes Schwert tragen, könnte das ganz gut klappen. Den Gebetsring tausche ich gegen den des Bindens aus. Dann müssen wir aber immer noch etwas wegstecken. Ring der Klingen. Vielleicht, wir probieren es jetzt mal nur so testweise, wenn wir einfach total auf Balance gehen. So, genau. Die Beine wechseln wir gegen etwas ähnlich Gutes. Ja, so. So passt das erstmal. Und immerhin diese Ausdauer, vielleicht ist Balance ja auch genau das, was wir brauchen. Es kann ja durchaus sein, dass ich es die ganze Zeit nur unterschätzt habe. Und wir viel besser dran wären, hätten wir ein bisschen mehr auf unsere Balance geachtet. Falls wir jetzt wirklich sehr viel besser durchkommen bei den verschiedenen Orten, durch die wir jetzt reisen, würde ich sagen, könnten wir sogar ein paar... Was steht da nochmal? Leuchtfeuer, okay. Könnten wir sogar ein paar Levelpunkte dafür einsetzen. Dann wollen wir mal sehen. Hier will ich, wie gesagt, noch nicht hin. Ich würde sagen, wir fangen... Da haben wir praktisch alles getötet, was da so kreucht und fleucht. Ja, gehen wir ins Loch, was soll's. Und hoffen, dass der Endboss da vielleicht auch leichter ist als die drei auf der im verlorenen Turm. Wir werden sehen. Ich denke mal, eins davon wird jetzt nötig sein. Entweder das Loch oder die
andere, die Sache mit dem, da unten ist ein kleiner blöder Hund, den wollen wir erstmal nicht aufschrecken. Wir haben hier ja den auch noch zu töten. Kommt irgendwas hinter uns her? Nee. Ja, und du kommst gleich auf uns zu, interessant. Hast du vorher ja noch nie gemacht. Ich hoffe mal bloß nicht, dass wir die Blitze bei den Endbossen brauchen. Also, dass es irgendwie ein Lamsanger-Endboss ist, der... Ist das Ding gerade echt runtergefallen? Wow. Dass es kein Lamsanger-Gegner ist, den wir irgendwie unbedingt aus der Ferne attackieren müssten. Wir werden sehen. Aber jetzt erst... Oh, fuck. Ah, fuck. Jetzt vergiften die mich auch noch. Das läuft ja mal gar nicht so, wie ich es dachte. Muss ich mich an den Weg auch erstmal wieder ein bisschen gewöhnen, habe ich das Gefühl. Dann heilen wir uns jetzt einmal. Und ich bin auch sicher, hier gibt es noch einiges zu entdecken. Hier gibt es ja doch durchaus einige verschiedene Wege, die wir gehen können. Aber als erstes über die Ding. Und da müsste einer... Ja, genau, das wollte ich jetzt nicht. Okay. Wow, und er lebt sogar noch. Ja, vielleicht sammeln wir auch einfach genug Energie. Seelenpunkte für das nächste... Für den nächsten Aufstieg in Stärke. Na, komm schon, ich möchte nicht, dass du mir ein... Oh, oder du fällst gleich runter, auch gut. Also wie gesagt, die kleinen Zombies sind ja wirklich überhaupt kein Problem. Die Selbstmörder-Attentäter, die sind wirklich das größte Problem von allen. Die machen wir kaputt. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie lang, verdammt. Dann wollen wir mal hier sehen. Okay, zwei Dinger, die machen wir kaputt. Und dann, was ist hier? Gut hinsehen und dann jetzt was? Da unten ist ein Blutfleck. Aber da werde ich ganz hier nicht runterspringen, also keine Ahnung, was die da von uns wollen. So selbstmörderisch angelegt bin ich dann auch noch nicht. Dann dürfen die auch sterben. Bevor die uns Probleme machen. Puh, und ging's dann hoch? Also ich weiß nur noch, dass wir auch über die nächste, die zweite Brücke gehen müssen. Genau, da müssen wir auf jeden Fall drüber. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, war da jetzt ein Hund oder nicht? War der vielleicht nur einmal da? Genau, jetzt ist ein Hund und ein Selbstmörder da. Interessant, das hatte ich vorher noch nicht, glaube ich. Machen wir erstmal den Hund mit 3 fertig. Und der Selbstmörder stirbt noch dazu. Ah, das war schlecht. Tja, also zu mehr als dem Endboss das erste Mal ins Gesicht sehen, kommen wir wahrscheinlich nicht. Wir haben keine Blitze mehr, wir haben keine Heilung mehr. Und wir haben das Ding noch nicht angezündet. Und wir fallen runter. Super, sehr intelligent. Ich glaube, da sind wir jetzt das dritte Mal schon runtergefallen, ohne dass wir es wirklich wollten. Ah, genau, da war diese Stelle, wo wir hier waghalsig rüberspringen müssten. Dann probieren wir das einfach mal. Tap. Oh ja, stimmt. Die vergiften uns heftig hier. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch unseren Estus-Flakons bedienen. Also, Nummer 1. Ich denke, es wird nötig sein, 2 zu trinken. Locker 2 sogar. Aber immerhin sind wir jetzt mal hier drüben gelandet. Das haben wir letztes Mal auch nicht geschafft. Allerdings den... Oh, da hinten ist ein Leuchtfeuer, ein neues. Okay. Allerdings werden wir wohl kaum den Endboss heute sehen. Hier können wir ja nicht durch, oder? Nee, leider nicht. Ist eigentlich unglaublich. Auf der einen Seite können wir wahnsinnig schnell da runterfliegen. Wenn wir mal irgendwas nicht sehen. Auf der anderen Seite können wir nicht durchschlagen. Etwas seltsam.
Gut, möchte ich hier rasten oder möchte ich... Was steht da? Hurra für Leuchtfeuer. Hurra für Feuer. Du bist tot. Und hier ist sonst nichts. Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Bam, da können wir nicht durch. Okay, das sieht irgendwie so aus, als wäre diese Stelle, wo wir runterfallen, sozusagen ein kleiner Reset-Punkt. Ich sehe hier nämlich wirklich kein Durchkommen ansonsten. Wahrscheinlich ist dieses Leuchtfeuer jetzt wirklich nur dafür da, um wieder zurückzureisen. Zum Loch. Ich glaube, das war's. Gut. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch nicht wirklich die Konditionen gehabt, da hinzugehen. Also vielleicht ein Heilspruch und ein paar Blitze könnten wirklich helfen. Apropos, ein paar Blitze könnten helfen. Schaffen wir es vielleicht einfach so direkt zum Endboss zu rennen? Ja, ich glaube es weniger. Trotzdem möchte ich es gerne mal so versuchen. Bam. Und okay, das ist gefährlich. An den Gegner sollte man wirklich nicht nah dran gehen. Und heil dich mit dem Estus-Flakon, das wollte ich eigentlich nicht. Aber jetzt versuchen wir es mal damit. Bam und bam. Und er ist viel zu stark. Wir könnten versuchen, den immer so ein bisschen anzulocken. Ein Ehrstein, okay. Gut, wusste ich nicht. Wir haben ja das letzte Mal einen Ehrstein bekommen, als wir so einen Eindringling besiegt haben, dass wir von den Hunden Ehrsteine bekommen. Scheint mir jetzt echt komisch zu sein. Was natürlich sein könnte, ist, dass wir sie auf jeden Fall im Nahkampf besiegen müssen und dann einen Ehrstein kriegen. Das versuchen wir gerade mal. Wir könnten natürlich rein theoretisch auch die Hunde, die uns auf dem Weg begegnen, einfach jetzt so oft töten, bis sie permanent verschwinden, aber auf der einen Seite ist es natürlich auch ein bisschen feige, würde ich sagen, das so zu machen. Ja, aber so sind die eigentlich handhabbar. Das geht zwar auf unser Schwert, aber so wird es funktionieren. Jetzt gucke ich auch gerade mal, wie viel ich noch bräuchte für unseren nächsten Levelaufstieg. 7400 schon, okay. Das sind ja schon einige. Okay, und da sollten wir auf jeden Fall die Waffe in zwei Hände nehmen. In einer Hand. Damit wir diese tolle 180-Grad-Drehung dazu bekommen. Ich glaube, ich bin vorhin gerade einen anderen Weg gegangen. Der ging irgendwie schneller, habe ich das Gefühl gehabt. Genau, wir sind direkt hier über die Brücke gegangen. Aua! Vergiftet mich jetzt bloß nicht. Oh, da oben ist ja noch einer. Bam. Oha. Der hält da was aus. Also wir merken uns, wir besiegen den ersten Hund, dann gehen wir über diese Brücke und lassen uns nicht von dem Selbstmörder erledigen. Bam. So. Und bam. So ein bisschen Schaden dürfen wir ruhig kriegen. Und das mit der Balance scheint wirklich gut zu funktionieren. Also es kommt mir so vor, als würde ich viel, viel besser gegen die Attacken gefeit sein. So, mach mal dich so. Oh ja, komm. Warum denn auf den Gegner gehen, auf den ich ziele? Das ist purer Luxus. Ja, ja. Bam. Ein Schrittchen zurück. Und jetzt Kamera, lass mich nicht im Stich. Bam. Hier ein bisschen zurück. Also zumindest der Steinring scheint echt gut zu sein, weil ich habe das Gefühl, als würden die Gegner viel öfter so ein bisschen gestunt werden von meinen Schlägen. Du, kommst du runter? Oh, ein Aromaschlick, das heißt eine magische Verbesserung unserer, eine mögliche magische Verbesserung unserer Waffe. Okay, nicht eben unbedingt in die reinlaufen. Aber sie... Ah, jetzt haben sie mich doch vergiftet. Ihr bösen, bösen Dinger. Ihr regt mich so auf. Also, wie war's? Wir gehen über... wir gehen erstmal den ersten Hund besiegen, dann über die Brücke. Die Brücke müssen wir ein bisschen aufpassen, weil uns da ein Selbstmörder entgegenkommt. Dann gehen wir wahrscheinlich hoch über die nächste Brücke.
die da wäre. Töten vorher den einen. Bam. Ja. Und runterfallen tust du natürlich nicht. So. Blick ins Unglück, ja, ja. Wir sind auch unglücklich. Aber bevor ich jetzt den Endboss angehe, glaube ich, komme ich vorher auf die nötige Anzahl für ein Level-Up. Wow, 340 geben die Selbstmörder. Das ist ja richtig was. Das ist ja richtig gut. Und wir üben weiter, die im Nahkampf fertig zu machen, ohne selbst getroffen zu werden. Was einfach zu sein scheint. Aua, okay. Und Schlag in die falsche Richtung. Also das ist wirklich blöd bei den zweihändigen Schwertern, dass der immer aus Versehen in die falsche Richtung schlägt. Gut, ich glaube, wir haben mittlerweile unseren schnellstmöglichen Weg zusammenbekommen. Dann würde ich sagen, fallen wir nochmal hier runter. Ich traue mich da nochmal drüber zu springen und von da aus gehen wir erstmal nach Majula, leveln uns auf und danach werden wir uns den Endboss hier mal ansehen. Und hin. Okay. Kein Problem, kein Problem. Die haben mich diesmal nicht mal vergiftet. Und hier komme ich nicht irgendwo. Doch, irgendwie komme ich da hin. Nur wie? Nur wie? Okay, dann... Ja, das war klar. Warum triffst du mich denn, wenn ich dich zweimal nicht töten kann? Egal, egal. Majula, ich komme. Ein Punkt in Stärke. Immer gut zu haben. Obwohl wir auch etwas in die Belastbarkeit jetzt drücken könnten. Falls die Belastbarkeit nämlich auch Balance steigern würde, das wäre halt jetzt perfekt. Ja, ja. Wollen wir erstmal sehen. Tö, 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 tö. Was macht die Belastbarkeit? Körperabwehr gegen Schlag, aber Balance erhöht sie nicht. Okay. Geschicklichkeit auch nicht Balanceerhöhung. Angepasstheit. Angepasstheit erhöht die Balance. Ja, ich glaube, wir setzen mal noch ein paar Punkte in Angepasstheit. Wir wollen so ein bisschen Allrounder werden. Ich denke, das ist das Intelligenteste, wenn man das erste Mal durchspielt. Man wird zwar nicht wirklich super stark sein in seinem Gebiet, also kein wirklich spezialisierter Charakter, aber zumindest hat man keine große Schwäche. Ich glaube nämlich, ich hatte wirklich das Problem mit der Balance. Und wenn ich jetzt auf 10 Balance kommen würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass das unseren Kampf gegen den, gegen diesen fiesen kleinen, oder gegen diese drei fiesen kleinen Gegner im verlorenen Turm leichter machen würde. So, also, na komm, anvisieren, zweihändig und Wams. Und Wams. Und zurück. Ah, scheiße, getroffen. Wams. Wams. Und weg mit dir. Und eine Heilung, weil wir da viel zu ängstlich dafür sind, mit nicht voller Energie da durchzugehen. Gut, dann ging es da runter. Genau. Vielleicht nicht so ganz auf die zwei fallen. Genau, und jetzt... Ah, haben sie mich doch vergiftet, obwohl ich so intelligent davor gegangen bin. Verdammt. Ohne Heilung, was kein Problem ist. Wir gehen ja nicht davon aus, dass wir uns bei den Endbossen auf diese Art heilen können. Und jetzt erst die Vergiftung komplett ausbringen lassen, ablaufen lassen und weiter geht's. Mit dem Selbstmordattentäter da. Versuchen wir den auch... Ah, nein, warum... Ah. Es wäre echt super, wenn du da nicht versuchen würdest, den oberen anzuvisieren. Blöder, blöder Charakter. Okay,
Na gut, dann stirbst du halt zuerst. Wenn du es unbedingt haben möchtest. Ein Glück sind sie nicht so stark wie die Knochenhunde. Oh fuck, das war glaube ich... Ja, da hätte er uns fast erwischt. Und diese Kamera, die ist echt heftig. Ah, und jetzt trifft er uns doch noch. Menschenskinder. Ey, und der macht uns fast fertig. Estus-Flakon, ich will trotzdem den Endboss sehen, auch wenn wir jetzt wieder viel zu kaputt sind. Viel zu viel getroffen haben. Ah, das geht kaputt. Und die letzte lasse ich jetzt einfach mal stehen. Ui, welcher hätte uns denn da fast getroffen? So, hier wieder über die Brücke. Bam. Du hinterlässt uns eine Fackel. Das ist schön, schön. Die Gegner mit Fackeln hinterlassen Fackeln. Naja, nicht so weit hergeholt, würde ich sagen. Und du kommst wieder auf uns zu, bringst uns fast um. Warum schlagen wir nicht einfach vorher? Die brauchen so lange, um sich auf uns zu stürzen. Naja, ein bisschen blöd von mir. Und da ist wieder einer davon. So, und weg. Zwei Estus-Flakons verbraucht, verdammt. Naja, trotzdem, gucken wir den Endboss an. Dann können wir zumindest uns überlegen, ob wir ihn machen sollen oder nicht. Oder ob wir doch noch weiter aufleveln müssen. Okay, jetzt erstmal volle Ausdauer regenerieren und bam und weg. Bam und weg. Ich sagte weg, jetzt hatte ich wieder keine Ausdauer dafür, ey. Zwei Estus-Flakon. Ich glaube, ich kann gleich auf die Leuchtsteine gehen, wenn ich's... Also diese Lebenssteine, wenn es so weitergeht. Da wäre noch eine Brücke. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen um, bevor wir den Endboss angehen. Hm, das sieht nach einem Punkt aus, wo wir schon waren. Ja, genau, mit den ganzen Dingern da, die alle nacheinander... Oh nee, hier waren wir noch nicht. Oh, jetzt haben wir unser Schwert aber ganz schön demoliert dadurch. Häftlingslumpen, okay, und was kriegen wir hier? Zweihänder. Großschild des bösen Auges. Oh, wenn wir das tragen, würden wir zusätzlich Energie kriegen, wenn wir jemanden töten? Hm, na, nur 80%, das ist relativ wenig. Es ist gut gegen Magie, gegen Feuer und Blitz, aber ich möchte eigentlich lieber ein 100%iges Schutz vor körperlichen Angriffen. Außerdem ist es verdammt schwer. Ich meine, 1,5 unser aktuelles, 13,8 das ist echt heftig. Aber trotzdem, lass mal lesen. Ja, Effekt der TP-Absorbierung. Haben wir vielleicht noch andere Waffen, die irgendeinen Effekt haben? Nee, also solange uns das, oh je. Wenn wir keine wirklichen Vorteile haben wie Ausdauerregeneration, bleiben wir erstmal bei unserem Lederschild. Es scheint ja ein relativ leichtes Schild zu sein, aber es ist trotzdem eher stark. Okay, und hier würden wir runterkommen, dann gucken wir aber mal, ob nicht der Weg, den wir vorhin gegangen sind, uns auch zum Endboss führt. Wenn wir hier mal nicht runterfallen, was wir ja so extrem seltener machen. Nee, hier gibt es gar keinen Weg zum Endboss. Das heißt, wir müssen darüber. Hätten wir auch die Fackel anzünden können, damit wir uns dran erinnern besser. Und dann müssen wir tatsächlich da runterspringen, offenbar. Ja, für einen Sprung ziehe ich gerne mal den Ring an. So. Und irgendwas ist da unten. Oh, da unten ist noch ein Hund, verdammt. Dann rollen wir uns. Und jetzt versuchen wir das so. Und weg. Ausdauer voll regenerieren. Oh, fuck, wir werden
Oh Mist, fuck, fuck, das war ganz schlecht. Und weg. Und jetzt bitte Ausdauer, 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 Ausdauer. Und weg. Und letzter Schlag. So, mit null oder mit einem Estus-Flakon gehen wir da jetzt rein, oder was? Nee, wir schauen uns vorher um. Das bringt's hier, glaube ich, jetzt echt nicht, da den Endboss zu versuchen. Wir können ihn schon angucken, aber vorher möchte ich ganz gern noch hier ein bisschen rumstramonern. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Tolles. Gibt's fliegende Gegner? Gott, ich würde fliegende Gegner wirklich hassen. Und was zum Teufel ist da los? Da ist verdammt viel Blut. Da ist richtig, richtig viel Blut. Schauen wir mal, wie sind sie hier gestorben? Oh wow, du kannst da runterfliegen, das ist ja mal fies. Ich wette, da sind ganz viele gestorben an der Stelle. Okay, der hat wahrscheinlich gegen den Hund gekämpft. Auf jeden Fall fiese Stelle hier. Oh, das sind kleine Alien-Gegner. Wir probieren es mal mit Blitzen. Ja, scheint okay zu sein. Und einen können wir... Was seid ihr denn? Oh, die sind fies. Die schlagen wieder ganz, ganz schnell zu. So dass wir kaum was machen können dagegen. Giftiges Moos. Oh, warte mal. Das ist ein Gegner. Das ist ein riesiger Insektengegner. Da möchte ich ja aber echt nicht dran, Alter. Was steht denn da? Verbündeter voraus. Okay, kann... Das heißt, du bist nicht gegen uns. Aber wir werden so schnell sterben. Also scheinbar ist er nicht aggressiv. Holen wir uns die zwei Gegenstände mal hier. Giftiges Moos und... Giftiges Moos. Und das vergiftet uns, oder... Verbündeter, gut drüber nachdenken. Huh. Also wenn du uns nicht angreifst, warum sollten wir dich angreifen? Da würde ich sagen, gucken wir doch lieber nochmal nach dem Endboss. Und wie gesagt, ich bezweifle stark, dass wir ihn jetzt schaffen. Aber wir können uns zumindest mal so eine Art Sneak Preview geben, würde ich sagen. Ja, schauen wir mal nach, was der kann. Oh! Kein Endboss? Also so einen Nebel hatte ich schon lange nicht mehr. Einer, der kein Endboss innehält. Dann machen wir dich kaputt. Da können wir runterklettern. Okay, da können wir runterklettern. Schade, und ich dachte, ich hätte schon diesen extrem schnellen Weg zum Endboss gefunden. Hier ist irgendwo ein Leuchtfeuer. Achso, das ist das Leuchtfeuer, okay. Kann ich von hier vielleicht irgendwo durchschlagen? Wäre schon ganz praktisch, da einen offenen Weg zu haben. Uiuiui. Ich weiß, Überlänge und so mal wieder, aber ich glaube, ich werde jetzt einfach die Folgen auch immer ein bisschen länger machen. Ich schaff's einfach nicht, das kurz zu halten. Und warum sind da so viele Treppen nach unten? Ist ja bloß, hier fängt das Level jetzt erst richtig an, oder was? Okay, hier würde man runterfallen. Und es sieht auch ziemlich nach dem Tod aus. Oh, fuck! Bist du ein Fiesling? Du hättest uns fast runtergestoßen, wette ich. Gut, gut, gut. Also, diese Treppe hier ist es auf jeden Fall nicht. Denn wir versuchen nicht auf den leichten Balken zu stehen. Da würden wir sicher runterfallen. Bam. Und jetzt kommen sie aber. Wo kamen die denn alle her? Ein giftiges Wurfmesser. Gut, also wir sind jetzt praktisch am hintersten möglichen... an der hintersten Leiter gewesen. Und hier, das geht weiter nach unten.
Gibt's hier irgendwas? Ne, gibt nichts. Okay. Also hier geht's auch nicht weiter. Ah, das kann ja was werden, bis wir da den richtigen Weg finden. Vielleicht sollten wir auch wirklich unsere Fackel hier mitnehmen, dann wäre es wahrscheinlich etwas einfacher. Wie bist du gestorben? Du bist wirklich gegen einen von den Zombies gestorben, oh je. Wie bist du gestorben? Auch gegen Zombies. So schwer sind die noch nun wirklich nicht. Dich machen wir noch kaputt. Und dann gehen wir mal hier runter. Also direkt hinter denen. Mal schauen, vielleicht ist das ja der richtige Weg. Oh je, es ist so leise. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Hier können wir wahrscheinlich auch nicht durch. Nee. Und du bist runtergefallen wahrscheinlich, oder? Ach, okay, egal. Tja, also ich habe das Gefühl, hier könnten wir uns ewig absuchen. Vor allem, wenn wir so furchtbar langsam hier vorankommen. Was eher durch meine etwas Gänsehaut gestiftet ist. Nicht, dass ich Angst habe, aber es ist halt alles so dunkel, alles so still. Man muss irgendwie immer alles genau im Blick haben. Das ist nicht lustig. Das ist gar nicht lustig. Hier geht's ganz weit runter. Oh, und wenn wir hier jetzt runtergehen würden, dann würden wir nicht mehr hochkommen. Aber wir riskieren es jetzt einfach mal. Hier muss es doch irgendwie weitergehen, oder? Genau. Und du bist jetzt einfach ja, intelligent. Wenn da die Leiter ist, warum springst du da runter? Mal schauen. Ja, sieht aus, als würde sie auf den Boden führen. Ein Zombie, das ist jetzt nicht so schweres, würde ich sagen. Ah, fuck, aber okay. Dann nehmen wir doch unseren letzten Estus-Flakon hier mal. Bevor der uns noch irgendwie unnötig tötet. Der kommt auch gleich hoch, gut. Ah, fuck. Ja, fiese, verzauberte Teufelsschwerter. Gönnen wir uns mal ausnahmsweise einen Lebensstein. Es wäre schön, wenn die Lebenssteine auch so ein bisschen die permanente TP ab den permanenten TP-Abzug regeln könnten. Nun, einen Gegenstand kriegen wir hier auf jeden Fall. Oh, und fuck, sind jetzt wieder viele. Nein! Wegen seinem blöden Schwert. Wow. Wir sind echt an so einem Zombie gestorben. Ich glaube, peinlicher geht's echt nicht mehr. Okay, dann soll das erstmal für die Folge es gewesen sein. Matte Glut. Ja, ich würde lieber eine feurige Glut finden. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und hoffe, euch das nächste Mal wiederzusehen. Tschüss.